Wir sind hier in Kalmar in der Fanzone und treffen jetzt gleich Steffi Jones hier. Und wir haben hier zwei von unseren Mädels, die mit Sicherheit schon ganz aufgeregt sind. Und habt ihr euch vorbereitet auf das Treffen mit ihr? Oder? Ja, natürlich. Wir haben Fragen gemacht und sind ganz gut vorbereitet. Ja, wir haben auch ein bisschen im Internet recherchiert, sodass wir 100% sicher sind. Und wir haben auch sehr gute Fragen, meiner Meinung nach, gemacht. Steffi, du als Ambassadeur der Frauenfußball-EM, wie hat es dir bis jetzt hier so gefallen? Als ehemalige Nationalspielerin, bist du mit der Organisation so zufrieden? Du kennst mich ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Wir haben auch beide zusammengespielt, nicht nur in Deutschland, in Frankfurt, sondern auch in den USA. Du bist selber eine ganz tolle Botschafterin. Und ja, also ich finde, dass das hier wirklich eine tolle Chance ist. Ich glaube, dass du es viel, viel besser beurteilen kannst. Du hast in Schweden selber Fußball gespielt, welchen Stellenwert der Frauenfußball hier hat. Und es ist immer wichtig, dass man dann, wenn man so ein Turnier ausrichtet, und hier ist es jetzt eine Euro, dass man diese Chance nutzt, wieder einen kleinen Hype auszulösen, Emotionen zu wecken und eine Begeisterung zu entfachen, was hier großartig funktioniert. So, hier sind wir wieder zurück. Wie die Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft nach dem Verlust gegen Norwegen, mussten auch wir umziehen. Dennoch hoffe ich, dass es genauso erfolgreich weitergeht. So, wir haben jetzt hier Friederike und Juli, die dir gerne ein paar Fragen stellen würden. Glauben Sie, dass wenn Frauenfußball weiterhin so populär bleibt, dass viele mehr Frauen, Profispielerinnen, nur von Fußball leben können? Man muss sich fragen, ob das Ziel sein kann, also ob das ein realistisches Ziel ist. Denn wenn wir uns ein bisschen nur in Europa weiter ausschauen, dann merken wir schon, dass der Frauenfußball einfach noch in der Entwicklung steht. Es gibt immer einzelne Nationen, die wirklich sehr gut unterstützt werden. Und es gibt auch bestimmt einzelne Vereine, die ihre Spielerinnen praktisch professionell leiten, unterstützen und die man als Profis ansehen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir im Frauenfußball in den nächsten Jahren dazu kommen können, dass man von einem Vollprofitum reden kann. Und deswegen wären meine Ziele eher professionelle Strukturen schaffen, Ligen schaffen. Einfach, dass die Mädels sich voll auf den Sport konzentrieren können. Das reicht ihnen ja schon. Denn sie werden nie Millionen verdienen. Und deswegen macht es auch keinen Sinn für 10 Jahre, 15 Jahre Vollprofitum und dann müssen sie doch wieder arbeiten gehen. Also lieber so dieses, was ich gerade sagte, professionelle Strukturen, Rahmenbedingungen schaffen und kleine Schritte gehen. Sie haben sehr jung mit Fußball angefangen und haben immer weiter gemacht. Also was war die Motivation für Sie, dass Sie nie aufgehört haben? Letztendlich, dass die Leidenschaft für den Fußball sehr, sehr groß war, dass ich einfach gemerkt habe, was der Fußball mir gibt, sehr viel Selbstvertrauen. Ich habe sehr viele Freunde gefunden und das war auch so eine Art Auffangbecken. Also ich kann jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber die war schon sehr dynamisch, da ist sehr vieles passiert und der Fußball, der hat mir wirklich geholfen, dann darüber hinwegzukommen, es zu verarbeiten und ja, das hat ganz lange angehalten, 31 Jahre. Wussten Sie schon von Anfang an Ihre Fußballkarriere, dass Sie nachher immer noch was mit Fußball machen wollten? Nein, also das plant man auch nicht unbedingt, also zumindest im Frauenfußball. Ihr seid jetzt beide noch sehr, sehr jung, das heißt, ihr kennt vielleicht auch nicht so die Frauenfußballgeschichte, aber man hat ja nach seiner aktiven Zeit jetzt nicht immer die Perspektiven zu sagen, ich bin jetzt Millionärin und ich kann jetzt alles machen, sondern man muss in seinen alten Beruf zurück oder in einen neuen Beruf. Und das dachte ich auch. Und dann hat sich das so ergeben, 2007, dass die Weltmeisterschaft der Frauen nach Deutschland vergeben wurde. Ich wurde Organisationskomitee-Präsidentin, sagt man, und das war außergewöhnlich. Und jetzt darf ich praktisch meinen Lieblingssport, Fußball, auch weiterhin begleiten und das ist toll, ja. Aber das plant man nicht, dafür kann man sich nicht bewerben, das kommt so. Okay. Ja. Was ist für Sie eine gute Fußballspielerin oder Spieler? Oh je, also ich maße mir nicht an, Spielertypen festzulegen, sondern ich glaube, wichtig ist, dass man Verantwortung übernimmt,
dass man, natürlich braucht man Talent, das ist aber schwer zu beschreiben. Also man geht immer davon aus, die technischen Fähigkeiten braucht man, dass man zweikampfstark ist, dass man ein Spiel lesen kann. Und dann hat jeder Spieler, jede Spielerin auf ihrer Position ihre Stärken oder ihre Schwächen. Also wenn du mich jetzt fragst, wie der Spielertyp sein muss, da hat jeder Trainer seine eigene Philosophie. Und deswegen waren das jetzt mal so Beispiele, wie ich ihn oder sie mir wünschen würde. Steffi, wir sind ja hier beim Sprach- und Fußballcamp vom Goethe-Institut. Und meine Frage wäre halt einfach, wie wichtig ist das, du hast ja auch selber in den USA gespielt, die Sprache zu erlernen bzw. Sprache mit Fußball zu kombinieren? Finde ich ganz, ganz toll. Also ich glaube auch, dass das etwas sehr Effizientes ist, dass einfach man spielerisch lernen kann, die Sprache, die ja auch nicht immer leicht ist. Aber ihr beiden habt das großartig gemacht. Ich hoffe, dass ihr Spaß daran habt und dass man, also dass ihr jetzt eigentlich auch Vorbilder seid, gute Beispiele seid, dass das etwas sehr, sehr Gutes ist. Und ich hoffe, dass das Goethe-Institut das auch fortführt, denn es ist ja wirklich sichtbar, dass sie die Sprache ganz toll schon jetzt sprechen. Ja, und dass ihr so weitermacht, bitte. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch Neues erfahren. Es ist auch sehr nett und das war ein großer Erfolg, fand ich. Ich war ganz aufgeregt vor das Interview und jetzt bin ich eigentlich ganz ruhig und ich fand, es ist ganz gut gegangen und sie war sehr nett und das war schön.